Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Und wir müssen immer noch die Strahlung senken im Militärmodul quasi. Und ich habe mir sagen lassen, wir sollten vielleicht erstmal was essen, was trinken, weil ich gerade sehe, wir haben nicht mehr so viel Essen und Trinken. Wir hatten, glaube ich, der Flexi aus der Vergangenheit hat, glaube ich, Essen und Trinken irgendwo gelagert. Oder kann das sein? War das irgendwo richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Guck mal, ein Steak und eine Pulle Wasser. Ich nehme mal zweimal Wasser mit. Und dann würde ich sagen, dann hätte er wenigstens mal im Voraus trinken und essen können. Ne? Also wenn wir schon jetzt hier... Ach so. Oh, ich bin ganz unvorbereitet an die Folge dran gegangen. Das tut mir aber so leid. Ich habe total vergessen, die Musik wieder zu aktivieren. Oh mein Gott, warte mal. Das war Travel? Nee, Akustik. Warte mal, bin ich jetzt blöd? Ah, Moment, ich glaube, ich habe... Da, genau, da war es, genau. So, hier. Let's go, Attacke. So, meine Freunde. Ich würde sagen, damit herzlich willkommen zurück zu Brief Edge. Nochmal, Gesundheit ist Hälfte, lassen wir so. Ja, dank euch, vielen lieben Dank, habe ich rausgefunden, wie wir ins Militärmodul gelangen, denn es gibt tatsächlich einen Militäranzug. Und diesen Militäranzug, den werden wir uns jetzt gönnen, denn der ist direkt am Militärmodul. Der schwebt da wohl rum und den muss man scannen. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Resonanz, auch der Videoqualität. Und vielen, vielen Dank nochmal an die, die Kommentare und tralala. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich immer wieder gerne, weitere Folgen aufzunehmen. Ich muss da so ein bisschen so einen Ausgleich finden zwischen Stream und Aufnehmen. Und, naja. Und da eventuell ja bei mir sowieso, oder was heißt eventuell, auf jeden Fall in naher Zukunft noch ein Umzug ansteht, wird es wahrscheinlich eine Zeit geben, wo erstmal keine Videos kommen. Aber da werde ich dann nochmal drauf eingehen. Vielleicht produziere ich auch so ein bisschen im Voraus. Aber mal gucken. Aber bis es soweit ist, ist noch ein bisschen hin. Und derzeit vertreiben wir uns dann die Zeit hier im Weltraum mit Dieter Donnerlunte als Weltraumexperte. So. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben ja noch die Pew Pew mit 14 Strom. Da würde ich sagen, da schalten wir den einen jungen Mann da einmal aus. Und dann... Ne? Du verstehst. Und dann scannen wir. Der muss da vorne irgendwo rumfliegen. Irgendwo da so in dem Bereich, glaube ich. Ja. Hat uns halt einer schon gesehen, oder was? Oder? Da oben ist ein Sheriff. Oh. Der muss irgendwo... Da ist der, glaube ich. Den müssen wir scannen. Da sind aber zwei Roboter. Ja, da schwebt der Anzug. Ich sehe ihn. Aber wir müssen, wie gesagt, hier... Der soll mal ruhig zu mir kommen, hier, der. Kommt er zu mir? Alter, ernsthaft? Komm mal zu mir hier. Alter. So, jetzt aber. Jetzt schnell den Scanner auspacken und Attacke. Scan. So. Jetzt aber schnell weg. Genau, wir brauchen nämlich auch wieder ein Medipack, weil... das sieht nicht gut aus mit unserer Gesundheit. Also erstmal Blaupause bekommen. Ab zurück zur Base. Oh, wir müssen... Oh, Sauerstoff, ganz wichtig. Ganz vergessen. So. Und damit gelangen wir dann auch ins Militärmodul. Da müssen wir uns bei dem jungen Mann einmal vorstellen. Und wenn wir das getan haben, dann können wir quasi dort eintreten und dann senken wir die Strahlung und sind dann auch weiter. Und ich weiß jetzt nicht, was wir alles dafür brauchen. Ich hoffe, wir haben alles soweit parat. Müssen wir mal gucken. So. Gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mal überlegen, ob ich da hinten die Dings abbaue. Die Sauerstoffstationen.
Obwohl, eigentlich können wir es auch lassen, im Prinzip. So ein bisschen als Orientierung. Wo wir zwischendurch immer hin müssen und so. Naja. Wie dem auch sei. Ja, ich habe am Wochenende wieder ein bisschen gestreamt. Oder beziehungsweise unter der Woche. Am Wochenende auch, aber unter der Woche auch. Und richtig coole Spiele. Kann ich mal so ein bisschen anteasern schon mal für euch, die Brief Edge gucken. Nach Brief Edge wird es tatsächlich Vulkanoids geben. Als nächstes größtes Projekt, aber das alles nach Brief Edge. Ich habe es angespielt im Stream. Großartig, dort geht es darum, dass man alle 25 Minuten auf einer Insel einen Vulkanausbruch hat und man muss quasi so mit einem Drillbohrer unter die Erde gelangen, um sich da Schutz zu suchen. Man muss so ein bisschen survivalen, also auch ums Überleben kämpfen und neue Daten forschen und so. Also richtig, richtig cool. Und da freue ich mich schon sehr auf diesen Titel, wenn wir den dann, wie gesagt, nach Brief Edge spielen. Nur schon mal so ein kleiner Teaser für euch schon mal, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, was da Phase ist. Und ja, so. Dann gucken wir mal, was wir brauchen für den Anzug. So, schauen wir mal. Ausrüstung. Titan-Bleilackierung, zweimal Aluminium und Stoffrolle. Titan-Bleilackierung. Oh, ich glaube, wir brauchen Farbe, ne? Titan, Aluminium. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Ah, warte mal. Farbe. Und Stoffrolle. Da war eine Stoffrolle. Wir haben nur noch eine. Ich glaube, wir brauchen zwei, ne? Ich glaube, wir haben keinen Stoff mehr. Aluminium. Mist, wir haben keine Stoffrolle mehr. Oder? Ah, guck mal, Stoff haben wir. Können wir, glaube ich, mit viermal Stoff herstellen. Muss ich mal gucken. So, pass auf. Stoffrolle. Da, siehst du? So, dann haben wir Bleilackierung. Hier. Aus Blei und Farbe erstellen wir Bleilackierung. Das müsste eigentlich das schon gewesen sein, oder? Ach, zweimal Aluminium. Entschuldigung. War, glaube ich, hier, ne? Jo. Nice. Hat der Flexi aus der Vergangenheit. Siehst du? Also, ne? Ja, die schon gar nicht mal so unrecht, hier so ein bisschen vorzubereiten. So, dann bauen wir uns den mal. Guck mal, haben wir gut vorgearbeitet. So, den würde ich mir auch direkt mal überwerfen. Na, schick, wie er aussieht. Und ich frage mich immer noch, ob der Sauerstoffbehälter hier, ob der mehr bringt, weil da steht plus 200. Aber müsste ja eigentlich, weil wir haben hier nur die mit 125. Sollen wir die mal bauen? Was brauchen wir denn dafür? Warte mal, wir müssen die jetzt erst erforschen, ne? Viermal Elektronik. Zweimal Kompensator und zweimal Generator. Zweimal Kompensator. Alkali, veredeltes Metall und Titan. Veredeltes Metall, Alkali war hier. Titan. Veredeltes Metall machen wir hier raus, ne? Da müssen wir wieder Metall sammeln. Elektronik. Ein Induktor haben wir. Weiß gar nicht, brauchen wir den? Nee, ne? Oder? Ich glaube nicht. Zweimal veredeltes Metall. Zweimal sogar. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf Metallreise dann gehen. Was brauchen wir dafür noch? War das Generator? Warte, hier müssen wir hin. Generator und Kompensator brauchen wir auch. Genau, zweimal den und zweimal den. Zweimal Metall. Okay, boah, das wird aber teuer. Naja. Gehen wir mal ein bisschen gucken, ob wir Metall irgendwo herkriegen. Aber noch ein. Ah, guck mal hier. Der Unendlich-Schaber. So, Metall. Gehen wir mal auf Metallreise. Den Rest haben wir, glaube ich, alles. Müssen wir ein bisschen gucken, wo wir Metall herkriegen. Schauen wir mal. Hier wird es doch bestimmt noch irgendwo Metall geben. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Hier fliegen doch sonst auch immer Metallkügelchen rum, oder?
Oder ich sollte vielleicht... vielleicht so in unsere Richtung fliegen, da unten. Da war, glaube ich, noch genug Metall. Aber jetzt mache ich schon wieder ganz andere Dinge, was ich eigentlich wollte, verdammt. Ich wollte doch ins Militärmodul, Mann. Na, wenigstens aber schon mal den Militäranzug. Ah, ich mach's doch wieder spannend. Ist ja unglaublich. So, gucken wir mal, ob wir irgendwo Metall hier finden, weil aktuell sehe ich gerade nichts. Da ist Metall. Da steigen wir direkt mal ab. Abbauen oder... ja, abbauen, ne? So, dann machen wir mal. So, dann düse ich da auch nochmal hin. So, die spannende Musik hier. Dramatik pur. So, mehr Metall. Da sehe ich noch Metall. Aber mit mehr Sauerstoff ist natürlich besser. Warum nicht, ne? Wenn wir es haben, was wir haben, haben wir. So, ich düse mal eben zu unserem Moped. Weiß gar nicht, wie viel Treibstoff hat das eigentlich noch? Hat der Flexi da vorgearbeitet aus der Vergangenheit? Setzen, ja. Setzen 6, so. Metall. I need metal! Metall in Sicht? Nein. Ich sehe kein Metall. Verdammt. Vielleicht sollte ich hier unten mal reinfliegen. Und wir brauchen unbedingt noch Alkohol oder so. Da sehe ich, glaube ich, Metall, wenn ich das richtig sehe. Da. Das könnte Metall sein. Ja, das ist Metall. Beim wahrsten Sinne des Wortes. MacGyver wird uns helfen. So. Nein, nicht MacGyver, sondern, na, wie heißt er noch? Komm nicht drauf. Doch, MacGyver. Nee, nee, Quatsch, wie hieß er denn nochmal? Ach, ich komm, Mann, verdammt, alles vergessen. Mann, wie heißt er denn nochmal? Der aus dem... doch, war doch MacGyver, oder? Der aus dem Kaugummi eine Bombe bauen konnte oder so, ne? War das nicht MacGyver? Ah, nee, Chuck Norris, genau, Chuck Norris hier. Chuck Norris raucht seine Zigaretten nicht. Er isst sie. So. Ist hier noch Metall? Nein. Vielleicht haben wir hier Metall irgendwo drin? Oh, guck mal, Metall! Hallo, Freunde! Ja, nehmen wir noch mit. Was wir haben, haben wir. Ah, wie cool mit der Musik gerade. Mega. So. Dann würde ich sagen, düsen wir erstmal zurück. So. Mit der spannenden Musik. Ja. So, veredeltes Metall, ne? Jetzt lass mal gucken, was brauchen wir noch? Zweimal brauchen wir den Kompensator, ne? Also brauchen wir nochmal veredeltes Metall. Zweimal veredeltes Metall. Und da müssen wir gucken. Ich glaube, wir brauchen noch einmal... ah, nee. Okay. Jetzt müssen wir zweimal den Generator bauen. Dazu brauchen wir noch Kabel. Hat man das nicht irgendwo? Ich hatte doch irgendwo Kabel. Aha. Nein, das ist Gummi. Moment. Bin ich jetzt blind? Ach, Kabel sieht ja anders aus. Kabel ist ja das hier. Nehme ich mal mit. So. So, warte. Nein, Entschuldigung. Alkali. Hatten wir das nicht? Achso, haben wir gerade verbraucht, ne? 1, 2. Nehme ich mit, vorsichtshalber. Weil wir müssen ja, glaube ich, zweimal den Generator bauen, ne?
Puh. Jawohl, kriegen wir hin. Cool. Dann können wir jetzt die Blaupause bauen. Oder? Oder fehlt uns da jetzt noch was? Ich muss mal gucken. Viermal Elektronik. Das dürfen wir doch da haben. Boah, das war richtig teuer jetzt. Das hat uns richtig gekostet. 1, 2, 3, 4. Aber egal. Das ist es mir wert. So, dauert 20 Minuten. Gut. Den Rest lagern wir erstmal wieder ein. Da, wo es hingehört. Hier Elektronik. Hier war, glaube ich, auch Metall, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hier war das Gummi. Und ich glaube, die Rolle, Stoffrolle war auch hier. Wo war... Ah, guck mal, wir haben hier sogar veredeltes Metall noch gehabt. Ich bin so doof. Ich bin ein richtiger Dulli manchmal. Muss man einfach so angestehen und ja. So, achso, den Raumanzug, ne? Die hatten wir, glaube ich, hier noch liegen gehabt. Die würde ich auch hier, den würde ich auch einmal... Drop it like it's hot. So, genau, dann haben wir die hier liegen. Aber wir brauchen ja jetzt noch den... Dass ich den hier nicht... Oh, warte, da war er gerade. Da war er gerade. Komm her, mein Freund. Da. Komm her. Komm her. Ja. Ja. Ja, Mann. Hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Hier war es. Nein. Wo haben wir den Blei gehabt? Egal, packe ich hier rein. Ich habe noch keine Ordnung, Entschuldigung. Wir haben noch eine Sauerstoffkerze. Würde, glaube ich, reichen. Ja, reicht. Aber wir brauchen Gesundheit, ne? Wir haben keinen Alkohol. Verdammt. Gelbliches Wasser. Ja, brauchen wir nicht. Das können wir so machen. Wo war das nochmal? Gegenstände? Hier. Alkohol und Stoff. Verdammt. Stoff hätten wir, aber kein Alkohol. Achso, Stoff kriegen wir ja... nee, warte mal. Alkohol? Wo kriegen wir denn Alkohol nochmal her? Lass mal eben schnell gucken. Alkohol. Alkohol macht Bier noch hol. Ausrüstung? Objekte? Nee, Ressourcen. Zusammengesetzt? Nee. Hä? Essen? Bin ich jetzt blöd? Ach, hier, bei Gegenstände, da. Shuttle-Trümmer. Okay. Na dann. Schauen wir doch mal. Vielleicht finden wir hier irgendwo Alkohol. Wir müssen ja sowieso die Richtung, ne? Da unten gibt es nochmal Sauerstoff. Oh yeah! Dancing! Woo. Boah, ich geh voll ab mit meinem neuen MP3-Player hier! So, yo, yo, yo! Shuttle-Trümmer, müssen wir mal gucken. Hallo, haben Sie vielleicht ein wenig Alkohol für mich? Naja, werden wir bestimmt auch im Militärmodul finden. Ich denke schon. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht tot gehen. Ich fliege mal außenrum. Wäre schade drum. Soll ich vielleicht vorher nochmal speichern? Ich speichere doch gleich nochmal. Einfach nur vorsichtshalber. Ne? Man weiß ja nie, was einem so passiert. Da, da, dann, da, dann. Ja, 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 ja. Militärmodul, wir kommen. Ich steige empor. Moment, warte. Ich steige empor. Zum Militärmodul!
Ja. Huch. Warum ist das jetzt... Hä, warum ist das jetzt so laut? Hä? Hallo? Achso, jetzt. Irgendwie funktioniert das gerade nicht. So. Ich hoffe, das Echo ist weg. So, ich pack mal Moped wieder hier unten, ne? Damit wir hier auch gleich direkt wegkommen. Ich hoffe, der junge Mann ist nicht da. Wie viel haben wir denn noch am Blaster? Oh, 3. Das reicht nicht. Ich hoffe, der ist weg. Schnell hier rin. Benutze das Huhn. Ah, wie cool, Alter. Richtig gut. Richtig, richtig gut. So. Wir sind drin. Robot Gatekeepers can't be in the service and therefore their involvement in the ranks of the armed forces is looks like some alcohol got spilled over its circuits in the crash. Alter, Medipack, Gummi, alles mitnehmen. Das ist doch keine Space-Musik. Warte mal. Das ist wieder Space-Musik. Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Taschenlampe immer extrem hell. Ich weiß nicht, ob das, obwohl auf YouTube geht das, ne? Aber bei mir ist das extrem hell. Was ist das denn? Oha. Kein Durchgang, verboten. Wasser? Lebensmittel? Elektronik? Wir müssen noch ein bisschen die Augen offen halten. Vielleicht finden wir hier Alkohol. Ich meine, wir haben jetzt ein Medipack, so ist es nicht. Oh, Stoff. Ah, Schere haben wir nicht mit, ne? Egal. Was haben wir hier? Scannen. Spulen-Tonbandgerät. Oh nein, der Scanner hat nur noch Haltbarkeit 1. Oh, wir sind so doof. Wir sind so blöd dran. Verdammt, wenn ich muss ich nochmal zurück. Schlüsselkarte. Ein Militärpass mit Magnetstreifen. Solche Pässe sind bei Militärs wegen ihrer unglaublichen Haltbarkeit der Möglichkeiten, die Zugangscodes häufig neu zu schreiben und der Fülle an freien Plätzen für die Aufnahme von etwas Unständigen bleibt. Unanständigen bleibt. Ja. Schön. So. Dies ist Modul Nummer 51. Die Regierung transportierte darin militärische Entwicklungen. Aha. Aha. Lol. Das... Sieht aus wie ein Eingang hier. Oh, hallo? Entschuldigung, ich würde mich gerne anmelden. Die Tür ist verschlossen. Okay, krass. Ob wir da nochmal reinkommen? Hm. Spannend, spannend. Oh, Essen. Warte mal, Essen, Trinken. Können wir eben machen. Nicht, dass wir hier noch verdursten und so. Ja, Alkohol. General Hunzen. Eine ganze Truhe Medaillen. Etwa hunderte kämpfen um das gesamte Sicherheitssystem des Schiffes. Stehen dir zur Verfügung. Wie konntest du zulassen, dass eine solche Katastrophe eintritt, Kamerad? Wieder guckt. Ja, nicht schlecht. Oh, scannen. Das können wir noch scannen und dann war's das. Verdammt. Ich musste mal, Entschuldigung. Nach der langen Aufnahme musste ich mal. Ah, ich muss schon wieder. Oh, verdammt. Ah, ich muss. Ah, ah, das kommt so aus mir raus. Ah, Entschuldigung. So. Okay, kann ich das benutzen? Ich springe einfach rüber. So. Oh, guck mal, den Induktor hätten wir hier sogar gekriegt. Hätten wir gar nicht bauen brauchen. Wir kriegen unglaublich viel Gummi. Gummi gebe ich Gummi. Aber soll ich euch was sagen? Ich bin mal wieder gemein. Denn was uns hinter dieser Tür erwartet, das sehen wir aber nächstes Mal beim Refresh. Schaltet wieder ein, also macht's gut. Ciao.